Wicked U ist draußen. Zumindest die Demo. Grund genug für mich, das Ding mal abzuschecken in einem Let's Play. Das Problem dabei ist, das Spiel spielt man eigentlich im Stehen und mit viel Bewegung. Also Mikrofon an die Wohnzimmerlampe gebaut, in den Sportmodus geschalten und los geht es. Aber verzeiht mir eventuelle Versprecher, mit einem Mikro im Gesicht und im Stehen und bei Bewegung ist das Moderieren manchmal gar nicht so einfach. Aber nun geht es los, damit aus diesem Moft dieser Moft wird. Und damit Grüße zu einem Let's Play der besonderen Art zu Wie Fit. Dafür habe ich mein Mikrofon an meine Wohnzimmerlampe gebunden und versuche jetzt einfach mal die bestmöglichste Tonqualität hinzukriegen. Herzlich und willkommen, hallo und willkommen bei Wie Fit You. Ich wollte schon anfangen mit herzlich willkommen, ist aber Quatsch. Ich bin das Wii Balance Board, auch Wii Board genannt, natürlich. Von nun werde ich dir helfen, an deiner Fitness zu arbeiten. Ich liege dir zu Füßen. Sowas habe ich mir schon immer mal gewünscht. Nein, möchte ich ehrlich gesagt nicht erfahren. Ich wollte einfach mal in das Spiel reinschauen, nachdem ich mir die Demo runtergeladen habe und euch daran teilnehmen lassen. Ich hoffe, ihr werdet ab und zu mal keine Soundschwankungen haben, was ich aber beinahe vermute, da ich öfters mich bewegen muss vom Mikro weg. Und deswegen könnte es nicht immer ganz so ideal sein bei den Übungen. Aber egal, wir probieren es trotzdem. Erstmal meine Größe. Ein bisschen größer bin ich schon. 1,73. Geburtsdatum, naja, 1984, ich bin halt schon doch ein bisschen älter. Ja, Geburtsdatum passt. Wer mir gratulieren will, bitte gerne, aber dann erst im nächsten Jahr. Ja, wir übernehmen das so. Mann, was man hier alles preisgeben muss von seinen persönlichen Daten. Wie ich das Ganze so einschätze, ja, der Körpertest. Ihr werdet jetzt gleich sehen, wie fett ich auch noch bin. Na, herzlichen Glückwunsch. Startvorgang, steige jetzt nicht auf mich. Also daran hat sich nichts geändert. Stell dich mit dem Wii U Gamepad auf mich. Ich schätze mal, das haben sie beim Wii schon rausgenommen. Vorgang abgeschlossen. Wir können jetzt fortfahren. Na gut, dann bin ich mal gespannt. Ja, klar. Ein Porträtfoto. Wunderbar. Machen wir. Also, falls ihr euch jetzt wundert, ich gebe mal Kleidung andere ein und Gewicht ändern mache ich jetzt gar nichts. Ich stehe ja tatsächlich in nur meiner Sporthose. Wer jetzt feuchte Träume kriegt, nein, ich mache kein Livecam rein. ja, nee, wir brauchen das so. Während der macht zuerst ein Porträtfoto. Na, dann wollen wir mal. Lockere die Schultern und bleibe entspannt. Hey, ich bin entspannt. Messung läuft. Ich messe. Stehe total im Hohlkreuz, das wird doch nix. Fertig. Was, 5 Jahre wird das gespeichert? Oh, jetzt kommt der Schwerpunkttest. Da ich ein bisschen an meinem Mikro vorbeipendeln musste, wird das natürlich jetzt nicht so ideal sein. Oh je, weit nach links verstoben. Na, ich hoffe, ich drücke jetzt bald mal zu den Minigames vor, weil die sind ja eigentlich das wirklich Interessante neben dem Training. Oh, verdammt nochmal. Erste Übung. Ich bleib drinnen stehen. Ich schaffe es. Sehr gut. War gar nicht mal so einfach, wenn das praktisch die Kamera vor einen rumwedelt. Hätte ich gar nicht so gedacht. 24,42. Ich bin noch im Idealgewicht. Das hätte ich aber wirklich nicht gedacht. Beim anderen wie Fit, da war ich immer leicht drüber. Was aber daran liegt, dass ich doch relativ kräftige Muskulatur mittlerweile besitze durchs Training. Und daher... Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Wie wiege ich denn? 73, noch was, nach dem Abendbrot. Ist eigentlich voll okay. Dann wollen wir mal weitermachen. Jetzt kommen wir hoffentlich zu den Minigames, die ich euch eigentlich zeigen wollte. Ach nein, kein Balancetest. Ich mag die Balancetests nicht. Da bin ich nicht wirklich gut drin. Das kriegen wir aber hin. Also jeder, der sich überlegt hat, wie fit zu holen und das als lächerliches Training eher... abkaspert, muss ich sagen. Es gibt auch bei diesem Spiel sehr, sehr viele Übungen, die einen einiges abfordern können. Na komm schon. Man muss halt nur die richtige Einstellung dafür finden. Was? Jetzt geht das richtig los? Das war nur die Aufwärmung? Ach du Scheiße. Drei, zwei, na dann los. Okay, am Anfang ist noch ganz stillstehen, kein Problem. Ha, super. Kann ich reden. Muss Balance halten. Ach du Scheiße. Bitte nicht noch schmaler.
Ich glaube, das war's. Ich glaube, das ging auch noch weiter. Dann waren es fast schon Rasierklingen, die man schaffen musste. Aber gut, da wir es einfach hingekriegt haben, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit mir. Was ich sagen wollte, ich mache das Let's Play ja eigentlich für jemanden, der nicht weiß, ob er sich das Spiel holen soll und oder vielleicht gar keine Wii U hat oder nie eine Wii besessen hatte, dass er immer so einen kleinen Einblick hat. Und mein Alter, mein tatsächliches Alter. 22? Mach keinen Scheiß. Hey, ich bin perfekt, wozu brauche ich das Spiel überhaupt noch? Ah, okay. So, minus 7 Jahre, okay. Kommen wir jetzt bitte... Oh, ich darf noch stempeln. Das mache ich natürlich mit dem Wii U Gamepad. Ich meine, das ist die einzige Funktion, die ich bis jetzt entdeckt habe, wo man wirklich das Wii U Gamepad braucht. Normalerweise sollte das Spiel wirklich dafür ausgelegt sein, dass man richtig viel Funktion damit hat. Also ich bin noch ein bisschen pessimistisch. Was? Mein Idealgewicht soll 65,8 Kilo sein? Verdammt, nö. Mein Ziel ist es, erstmal schön über Weihnachten 3 Kilo zuzunehmen. 3,2, 3,5, 3,5. Das macht die Schokolade. Ja, über Weihnachten, ich mach das mal, nee, über ein Jahr so viel. 2 Monate, ne? 2 Monate kriegen wir hin. Das schaffen wir, klar. Plus, fett werden wollen wir. Der Winter wird kalt, da brauchen wir halt Schutz. So, nun, nein, ich brauche kein Passwort. So, bis jetzt hebt es sich überhaupt nicht, bis ein bisschen grafisch vielleicht, vom Wii ab. Also vom Original Wii Fit oder Wii Fit, wie ist der zweite Teil von Wii Fit? Wii Fit Resort? Nein. Verdammt nochmal, ich habe vergessen, wie der zweite Teil hieß. Nee, wir wollen einfach mal starten. Also einen kleinen Unterschied merke ich schon darin, dass ich nicht jedes Mal anfangen muss, mit der Wii-Fernbedienung auf dem Fernseher zu zeigen. Das macht sich mit dem Gamepad schon ein bisschen angenehmer. So, kommen wir zum Training. Ich hoffe, da sind neue Spiele mit dabei. Welche, die ich noch nicht kenne. Möglichst mit dem Wii U-Pad, weil meine Wii-Fernbedienung ist. Jetzt haue ich schon die ganzen Griffe durcheinander. Meine Wii-Fernbedienung rauszuholen, habe ich jetzt eigentlich wenig Bedarf drauf. Na, wen nimmt man da wohl? Männlichen Trainer? Weiblichen Trainer? Natürlich den weiblichen, ist ja wohl klar. Sonst fühle ich mich ja nicht motiviert. Ist ja völliger Quatsch. Gut, ab sofort leite ich dich ein freundlicher weiblicher Trainer bei deinen Übungen an. Kann ich auch einen unfreundlichen weiblichen Trainer haben? Ach, das Schweinchen fit. Das habe ich in der Originalversion schon auf Platin. Also ich habe gut Training gemacht mit dem Spiel. Kann man nicht anders sagen. Oh, in die Communities kann ich mein Gewicht dann posen. Ich glaube, Frauen machen das nicht. So, Training wählen. Ah nee, warte mal, kein Training. Ist ja Quatsch. Nee, ich will ja kein Training. Da habt ihr nichts davon. Also ich kann nicht mehr ins Mikrofon labern und schnauf die ganze Zeit nur. Das bringt so auch nicht. Wo haben wir denn die Minispiele? Oder ist das wirklich Training? Ballanspiele, da waren sie doch. So, welche kennen wir noch nicht? Fußball kenne ich, Schanzensprung kenne ich. Trampolin ist neu. Kung Fu ist auch bekannt. Das Skifahren konnte ich noch nie besonders gut. Yeah, Wasser abspritzen. Also ich fange mal ganz hinten an und suche das Spiel, was am... das klingt auch interessant, aber ich habe halt keine Wii-Fernbedienung. Habe ich schon, aber die möchte ich, wie gesagt, jetzt nicht rausholen. So, orientieren wir uns auf dem Meer. Das Ganze funktioniert mit dem Wii U Gamepad und dem Brett. Und ich steige jetzt mal, wie sagt man so schön in der Let's Player-Szene, blind ein. Total blind. Bitte steige von mir ab und drücke A. Ich starte. Mach da. Bitte stelle dich auf mich. Yeah, jetzt kann's losgehen. Stelle ich mich wieder mit meinen 73, etwas 73, über 73 Kilo auf das Brett. Gut. Das Training verwendet TV plus Gamepad. Und das können wir doch bieten. Schön am roten Schwimmeranzug runter. Halte sie in beiden Händen und richte es auf den Fernseher. Klingt anstrengend. Und dann Z und R drücken. Ich weiß gar nicht, wie viel könnten die jetzt sehen, weil ich sehe mich gerade selber im Wasser schwimmen, auf dem Bildschirm sehe ich gerade nichts. Oh, doch. Was soll ich jetzt machen? Also ich kann nach oben und nach unten gucken. Ach, ich wünschte, ich könnte euch das Bild zeigen vom Gamepad. Und, ach so, wenn ich die Füße auf und ab bewege, fange ich an zu schwimmen. Und wo soll es denn hingehen? Oder ist das nur so ein kleiner Unterwassertrip, Erkundungstrip quasi? Tut mir leid, dass es für euch jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht spektakulär ist, das Spiel, was ich aussuche. Ich soll die Beine strecken und voranstoßen, um schnell hochzukommen. Nun komm, schwimm schneller. Also auf dem Pad sieht das Ganze recht lustig aus, aber ich fürchte, ihr habt davon gar nichts. Deswegen gehe ich mal aus dem Spiel da raus.
Ich hoffe, wir finden ein Spiel, was nicht nur auf dem Pad stattfindet, sondern wo ihr quasi auch was davon habt. Ansonsten mache ich einfach mal das Blasenspiel. Das funktioniert allein eigentlich recht gut. Ne, das kann ich auch nicht machen. Der Parkourlauf. Jawohl, machen wir mal eine Runde Parkourlauf. Parkour ist ja modern, auch wenn es die Franzosen erfunden haben. Nee, ich springe nicht auf dem Pad. Das habe ich früher schon nicht gemacht. Das reicht ja, wenn man sich abstößt. Bitte lege das Gamepad ab. Oh, Wahnsinn. Das war ja auch so belastend. Achso, ich muss noch... A drücken zum Starten. So, und los geht's. Also wenn ich richtig in Erinnerung habe, war das einfach nur die Füße bewegen zum Laufen. Ja, genau. Ich kann noch nach links und rechts laufen, verstehe ich. Ne, ich glaube, der läuft einfach nur die Linie. Nee. Ich muss das Gewicht in eine bestimmte Richtung verlagern. Ist ja cool. Das ist auf jeden Fall neu. Wenn ich meine Beine eindrehe, läuft er auch in die Richtung. Das ist am Anfang, ich sage mal, sehr herausfordernd. Und dazu möchte ich auch noch die ganze Zeit ins Mikro sprechen. Aber es funktioniert von der Technik erstaunlich gut. Hätte ich so nicht gedacht. Lauf schneller, du Noob. Ach, ich hätte den Sand meinen sollen, was? Komm, lauf schneller. Sand treten ist aber gesund. Mal für richtige Sportler. Das ist ein ordentliches Training, was viel die Ausdauer fordert. So. Nein. Was, ich bin ja gleich platt? Ich bin nur dagegen gelaufen. Ach, verdammt. So, jetzt lauf mal außen rum. Dann sparen wir nämlich gut Zeit. Ach, ich hoffe, ich laufe nicht mal in so ein Löchlein rein. Ja, laufe, laufe, laufe. So. So. Nein, nein, nein. Doch, 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 doch. Boah, geschafft. War nicht ganz einfach, muss ich sagen. Aber das Spiel überrascht mich jetzt schon, muss ich sagen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass so eine Neuerung eingeführt wird. Und Sprung. Oh je, langsam rantasten. Arschknapp. Jump and Run der anderen Art und Weise. Sprung. Aber es motiviert schon, man muss es sagen. Ach je. Das ist keine gute Sache. Oh, Sand, Sand, Sand. Na, okay, das war klar. Es ging die ganze Zeit viel zu glatt. Und wir haben noch nicht mal viel Zeit. Nur noch ein paar Sekündchen. Das heißt, ich muss es jetzt irgendwie versuchen, schnell Durchlauf zu machen. Also die Sprünge funktionieren ganz gut. Aber der... verdammt. Da war ich zu voreilig. Also echt mal Jump'n'Run der anderen Art. Nein, spring doch. Ach, nicht in die Kugel. Oh, ich stelle mich gerade bratzenhohl an. So, jetzt nochmal Speedrun, die letzten 7 Sekunden. Nein, was mache ich denn? Ach, shit. Anderes Spiel. Nur als kleine Information, auf den V-Pad hättet ihr jetzt quasi nur, ich bin ein zartes Flämmchen? Wer bin ich nicht? Egal. Auf dem V-Pad hättet ihr quasi nur, eine Karte gesehen und Draufsicht. Yeah, aber 7 Kalorien verbraucht. Da können wir ja nachher mal beim Kalorien-Shake gleich mal abchecken, was wir heute uns noch so reinziehen dürfen. Ich hoffe, eine riesen Portion Spaghetti Bolognese und ein Schokoladeneis. Aber ich glaub's nicht. Das ist der normale Parcours, den kenne ich nur aus dem Vorgänger. Das Schneeballspiel ist auch ganz lustig. Probieren wir es mal mit Servieren. Ob ihr auch was davon habt? Ich weiß es nicht, aber ich schau mal rein. Ja, ich hätte mir jetzt irgendwie vorgestellt, dass da mehr Spiele sind, wo ihr praktisch direkt seht, was ich tue. Okay, verbeugen. Sehr schön. Ich richte das wie U-Pad auf dem Fernseher und drücke Z und R. Okay. Okay. Nee, ihr seht relativ gut, was ich habe. Okay, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Nein, dann komm. Ich habe doch gerade erst angefangen. Ich wollte nur mal austesten. Okay. Dann will die Dame halt ein Törtchen. Lololo. Komm, krieg die Kurve. Ich weiß gar nicht, muss ich mit dem Pad lenken oder... Yeah, volle Punkte. In der Ecke ein neues Dessert. Nee, ich muss mitlenken. Also diesmal ist das V-Pad bestimmt. Oh, lecker, das ist jetzt was? Kennt diese Nachspeise jemand? Na, ich wollte doch keine Klatsche. Nein, 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 bleib stehen. Scheiße. Okay, das Spiel gefällt mir. Das hat was. Komm, Süße, gib mir was Leckeres. Das sieht aus wie das gleiche vorher, was ich nicht wusste, was es ist. Ja, komm schon. Hier, Mr. Iwata.
So, achso, ich muss ja zur nächsten Ecke. Schwenken wir um und geben uns beim alten Mann nochmal ein Stückchen Kuchen geben. Was gibt's diesmal? Hm, sieht aus wie Sahnerolle. Und El Tonio will die Sahnerolle. Dann gehen wir doch mal. Wow! Wow, 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 wow. Okay. Die Physik ist echt verrückt hier. Nein, 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 nein. Und wieder zurück. Komm, Toni, nimm das Ding. Oh, endlich El Tonio. Der Typ ist zu gierig. Aber wenn, dann möchte das einen wirklich hin präsentiert kriegen. Was? Zwei Erdbeertörtchen. Ich wusste gar nicht, dass, ich sage mal, Kellner so ein verdammt spannender Beruf ist. Hier noch ein Erdbeertörtchen. Na komm schon, nimm's dir. Nein, ich wollte keine klatschen. Nein, nein, das Törtchen. Komm schon, halt. Nein, noch ein bisschen. Alter, das gibt's doch nicht. Du scheiß Torte. Liebe Torte, vielleicht, wenn ich schnell genug hingehe, nimm das vielleicht noch. Ja. Alter Schwede. Ich muss auch 10 solche Törtchen abliefern, das wird doch nichts. Ach, zweimal süße Nachspeise. Sag mal, Antonio, hast nicht bald mal genug? Alter Fressack. Das macht sich gerade leichter. So, jetzt schön langsam rübergehen. Wer will denn da noch was zu essen? Sieht aus wie mein Zwillingsbruder. Hey, Moment mal, das bin ja ich. Okay, ich habe mich gerade selbst gefiltert. Mache ich zu Hause ja öfters. Da bin ich ja schon wieder, auch als Koch. Okay. Diesmal wird es ein bisschen herausfordernder, weil ich den Eindruck habe, es könnte auch noch vorne runterfallen. Ich kann nicht viel dagegen tun. Hier, bitteschön, Josef. Falls euch jetzt mit den ganzen Namen wundert, das sind keine Erfindungen, das sind Kumpels von mir. So, was haben wir denn noch? Ja klar, ein Windbeutel. Schön ohne Teller direkt auf das Tablet gelegt. Mensch, auf das Tablet. Jetzt wird es ja völlig verrückt. Da, Jenny, sehr gut. Warum habe ich so verfressene Freunde? Und noch 10 Sekunden Zeit. Gut, den kenne ich nicht. Der wurde von der Wii vorgegeben. Oh, das Ding würde ich am liebsten selber essen. Das sieht wirklich, wirklich gut aus. Nein, ich hoffe, ich schaffe das noch. Ja, muss ich halt ein bisschen schwenken. Nein, Iwata stand im Weg. Okay, kurzes Fastheat. Das Spiel hat echt Spaß gemacht. Kann man nicht anders sagen. Das ist bestimmt auch ein riesen Gaudi unter Zeitdruck, wenn man sich mit seinen Freunden battelt. Und man kann ja auch den Schwierigkeitsgrad einstellen. Zum Beispiel auf sehr schwer. Nee, ich möchte noch ein Spiel machen. Und dann möchte ich mal den Kalorien-Check sehen. Was ich mir heute so verdient habe zum Futter. Na, wie gesagt, Karate hatten wir. Soll ich den Hochsprung? Nee, da kann ich nicht wirklich labern. Ich ziele halt mit dem Gamepad und schieße alles klein. So, Ladezeiten sind genauso wie früher. Kurz mal da und relativ entspannt. Also das kann man den Titel wirklich lassen. Die sind nicht lang. Bitte steige von dem B-Balance Board ab. Na gut. Das habe ich aber früher schon nie verstanden. Warum man immer... Aber warum... Wozu brauche ich denn das? Ach so, wenn ich drauf trete... Wenn ich drauf trete, kommt das Wasser raus. Und ich kann gleichzeitig noch ein paar Damen umklatschen. Oder vollspritzen. Je nachdem, was euch lieber ist. Oh, Pfoten weg! Nein! Ich dachte, ich muss den Schlamm wegmachen, aber scheinbar... Nein! Oh, danke sehr. Ja, mir geht kurzfristig mal das Wasser aus, so wie ich das sehe. Fettes Schlammmonster! Ja, ich hoffe, ich kriege alle sauber so schnell. Das Wasser geht mir... Was? 3 von den Viechern? Ja, was soll man denn tun? Ey, das ist doch wohl ein schlechter Witz. Ich meine, ihr Leben regenerieren sich ja scheinbar, aber das ist nicht lustig. Mehr Wasser. Nein, hört auf mit dem Scheiß. Ich habe gerade alles so schön sauber gemacht. Ich muss sagen, das Spiel ist auf jeden Fall herausfordernder als das Schneeballspielen aus dem ersten Teil. Aufladen, aufladen. Nimm, nimm. Da hinten schießt noch einer aus dem Fenster. Ist ja unglaublich. Komm, Wasser nachladen. Also wirklich treffen tue ich manchmal nicht. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass das Wasser zu viel Power hat. Kommt der denn her? Ich hatte gerade Flugfeindkontakt, aber konnte ihn nicht abschießen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Weil ich mich gerade voll auf das Gamepad konzentriere.
Nein, wieder leer. Jawohl, Großangriff. Ach. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade einen großen Schuss abgefeuert, der ordentlich Wirkung hatte, aber ich habe keine Ahnung, wie das ging. Das Spiel fand ich für das erste Mal doch ein bisschen anstrengend. Jetzt nicht körperlich, sondern eher geistlich. Diese ganzen körperlichen Aktivitäten wie Liegestütz, Seitstand und Rumpfbeuge und Klappmesser und so weiter, die möchte ich eigentlich mal in einem richtigen Review betrachten. Also ich will auch wirklich einen Test von diesem Spiel machen, auch wenn es ein bisschen kurios wirkt. Wie gesagt, ein Spiel wollte ich noch machen. Dann möchte ich jetzt mal gucken, Personal Trainer, was ich so beim Kaloriencheck, was ich heute so zunehmen kann. Weil ich ja gut trainiert habe. Da muss ich jetzt erst ein Programm wählen? Nö. Ich habe doch 21 Kalorien verbraucht nochmal. 21 Kalorien müssen doch für irgendwas gut sein. Kaloriencheck. Wow. Ich kann 15 Gramm Oliven essen. Hä? Ey, komm. Ein Spiel mache ich noch. Dann kann ich mir wenigstens eine Clementine pressen. Warte mal, wie fit New Programme? Die können wir uns eigentlich auch mal reinziehen. Also ich würde mal sagen, das ist ja mal was Neues. Dann scheiß auf das Spiel, also auf die Minigames und mal gucken, was man hier alles Neues machen kann. Also man kann sich hier wahrscheinlich... Was brauche ich denn? Ich brauche Lebensstil, habe ich. Gesundheit? Ja, geht gerade. Jugend? Ich sprühe davor. Form? Habe ich. Vitalität? Auch. Ich mache es trotzdem mal Jugend. Was geht denn alles? Haltung, Körper, Geist, Beine, Hüfte. Achso, man wählt sich da praktisch bestimmte Trainingsprogramme aus. Ja, ganz lustig. Aber nicht das, was ich jetzt gerade wähle. Will. Meine Fresse. Also gleichzeitig stehen, ins Mikro gucken, das Spiel lenken und zusätzlich das Ganze stehend ist doch eine Herausforderung für einen alten Let's Player. Hm, genug gemeckert. Wir machen mal Muskelübungen. Ich will nur mal gucken, ob es da Neues gibt. An Brustschulter, das kennen wir schon, das kenne ich auch, das kenne ich auch. Sieht so aus, als wären die ganzen Trainingsübungen noch die alten. Finde ich eigentlich sehr, sehr schade. Was haben wir denn bei Yoga? Oh, tiefes Atmen. Ja, das ist eine Herausforderung. Der Halbmond, der Held, der Baum. Ich muss sagen, der Baum ist echt eine harte Nummer. Also, wer den Baum so ohne irgendwie wackeln und abstützen hinkriegt, muss ich sagen, ist schon eine gute Leistung. Der Sonnengruß. Erinnert mich jetzt irgendwie an was anderes. Nee, aber auch bei Yoga, finde ich, hat sich jetzt gerade nicht so viel getan. Tanzen. Nein, ich werde jetzt nicht tanzen. Schau mal bei Aerobic. Ach, sieh an, es gibt noch mehr Minispiele. Auch Squash? Das ist cool. Das Boxen ist bekannt, das gibt es auch im Vorgänger. Joggen war relativ öde, muss ich sagen. Was haben wir denn hier? Such das Mii-Foto. Was ist denn das? Mii-Suche. Muss ich dazu joggen und gleichzeitig noch gucken? Klingt interessant. Ich probiere jetzt nochmal die Mii-Suche. Und das soll das letzte Spiel für heute dann auch sein. Nur mit dem Gamepad ausgeführt. Na, das ist ja super. Dann schiebe ich mal kurz das Wii-Balance-Board beiseite, dass ich ein bisschen mehr Freiraum habe. Und los geht's. Yeah. Also ich muss jetzt aufs Gamepad gucken und ich lasse euch einfach mal mitraten. Halt, das gehen wir mal. Ach, jetzt muss ich auf den Fernseher richten. ZR, alles klar, jetzt geht's los. Jetzt suchen wir einen schwarzen Mann mit grauen Haaren. Was soll ich jetzt machen? Ach nee, da ist jemand anders angezeigt worden. Das ist übrigens der Christian, den ich jetzt suchen soll. Der ist jetzt beim Bowlingzentrum, aber wie komme ich denn da hin? Dahinter. Ja, ich möchte dahin, aber wie lenke ich denn dahin? Was rede ich hier nach links und rechts, um in die entsprechende Richtung zu gehen, aber... Soll ich jetzt einfach nur das Pad so hin und her schütteln? Ja, doch, er bewegt sich schneller. Och, Christian, versteck dich doch nicht so. War klar, aber nicht so schlimm, wir wollen ja Zeit sparen. Nee, ich frag keine anderen Mii, es ist ja lame. Ich meine, ich weiß ja, wo er steht. Also, bis gerade wusste ich es noch. Ich dachte... Hier habe ich doch irgendwo... Bin ich jetzt völlig verwirrt? Ich habe doch gerade den Bowling-Pin gesehen. Da ist die Sturmuhr. Ist er das? Nee. Das bin wieder ich selber. Das irritiert mich eigentlich. Weil normalerweise hat man sich selber nicht getroffen. Wenn man das... Ah, da ist er ja.
Halt, nein, nicht zu viel. Was war das denn jetzt? Ich bin doch schon stehen geblieben. Ach, boah, nee, ey. Wo ist er jetzt hin? Ja, komm, red mit mir. Yeah, ein gefunden. Aber ich frage mich echt, wie man hier mal die Bremse reinhauen kann. So, wen müssen wir als nächstes abchecken? Oh, eine nette Dame am Stadtpark. Und ein hässlicher Sprallo, der sich versteckt unter ein Stück Pfeiler und Brücke. Also, das V-Pad schütteln hilft am besten. Da läuft man richtig gut und schnell. Ja, wo finde ich denn jetzt so ein Stück Brückenpfeil? Boah, auf die Schnauze geflogen. Eigentlich ein kleines, nettes Feature. Hätte ich nicht gedacht, dass es das auch gibt. Ich denke mal, er versteckt sich hinter diesem Bogen. Komm, Sprallo. Da oben ist er ja. Naja, aber dafür, dass man das Spiel spielt, indem man einfach nur das Gamepad schüttelt, finde ich es jetzt auch ein bisschen lahm, muss ich sagen. Na, komm her. Dass man nicht richtig bremsen kann, stört mich ehrlich gesagt auch ein bisschen. So, am Brunnen den schwarzen Mann. Na komm, fahr runter. Zack. Perfekt abgerollt. Jawohl. So, jetzt noch die Dame, die am Basketballplatz steht. Nur, wo zur Hölle ist das? Wo ist der Basketballplatz? Vielleicht doch mal die Karte tippen. Der Basketballplatz ist jetzt gerade gar nicht drauf verzeichnet, fürchte ich. Hm. Aber ich weiß es ja noch aus Wii Sports Resort, der müsste irgendwo hier in der Nähe sein. Also mehr so bei der Brücke. Oder war der mitten auf dem Platz? Verdammt, das weiß ich wirklich nicht mehr. Also die Karte habe ich gerade gedrückt. Und ich weiß ja rein theoretisch auch, wo sie ist. Aber ich weiß nicht, wo dieser Platz ist, wo sie ist. Na, fragen wir doch mal nach. Auch dieses Feature möchte ja getestet werden. Na, renn doch nicht dauernd vorbei. Ich bewege mich doch gar nicht mehr. Liebe Dame, würden Sie mir bitte beantworten? Da lang? Na gut, gehen wir halt da lang. Ich weiß nicht, ob uns das Zeit gekostet hat oder einfach nur Punkte. Ich schätze mal beides. Du bist zu schnell. Bitte lauf. Oh, deswegen lege ich aufs Maul? Hey, das ist noch nicht mal meine normale Jogginggeschwindigkeit. Ich weiß gar nicht, was die haben. Aber hier geht's doch zum Schiff. Okay, ich bin verwirrt. Fragen wir mal den schönen Jogger da drüben. Lieber Jogger. Dort drüben. Der hat ja sogar Deutsch geredet. Ich bin ja völlig baff. Da habe ich ja noch gar nicht drauf geachtet. Ja, da hinten steht sie. Ich sehe sie. Sehr gut. Nein, vor die Palme gerannt. Also die Steuerung bei dem Spiel ist ein bisschen graus. Also jedenfalls bei dem Minispiel. Yeah, gefunden. Ich muss sagen, nachdem ich das Ganze jetzt mal so Probe gespielt habe, ich bin nicht wirklich überzeugt, ob sich das Ganze lohnt zu kaufen. Für jeden, der das Wii Balance Board hat, ist es vielleicht gar nicht mal so eine üble Investition, wenn er sich noch das Pedometer dazu holt. Aber ansonsten ist es eigentlich genau das gleiche mit marginalen Veränderungen. Das Kellnerspiel fand ich bis jetzt am lustigsten, aber dafür wirklich das komplette Ding kaufen? Ich weiß nicht, ich glaube, das lohnt sich nicht wirklich. Ich hoffe, ihr hattet jetzt eine kleine Impression, wie das Ganze aufgebaut ist, das Spiel. Und verzeiht mir, dass ich nicht alle Minispiele gespielt habe. Aber ich wollte halt nur mal zeigen, was neu ist und was da so geht. Für alle, die noch gar keine Wii Fit-Version haben, kann ich nur sagen, das Ding ist gut. Das könnt ihr euch wirklich holen. Für alle, die den Vorgänger schon haben, sage ich erstmal abwarten. Also, bis die Tage. Haut rein.